Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Massive. Ja, wir sind mal wieder auf der PS3 und es geht endlich weiter mit der Teambewertung. Nochmal ganz kurz zum Anfang will ich jetzt nochmal was dazu sagen für die Leute, die vielleicht das Video gucken, aber gar nicht wissen, wie das jetzt läuft mit der Teambewertung, aber ihr Team bewertet haben wollen. Es gibt im Forum, Link ist wie immer in der Beschreibung, einen Thread. Unter YouTube-Kanal allgemein ist dann oben angepinnt, steht Teambewertung, Special Teambewertung, so geht's. Und da könnt ihr euch eintragen, dann bewerte ich auch euer Team. Da könnt ihr auch euren Link schicken, also ihr müsst mich nicht im PSN adden. Und das Ganze sieht so aus, für die Leute, die sich schon eingetragen haben. Ihr könnt gerne nochmal in das Thema reingehen. Da habe ich nämlich jetzt im allerersten Post, also in meinem Startpost, habe ich eine Liste eingefügt. Da ist das unterteilt in PS3 PSN-IDs, in PS3 mit Links und dann halt noch Xbox und PC extra. Und das Ganze sieht so aus. Insgesamt werden das jetzt rund, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, 50, 60, 70 Leute sein oder so, wie ich mir hier die Liste gerade angucke. Könnte gut passen. Und heute starten wir mit den PSN-IDs. Das habe ich aber auch schon angekündigt, also da muss sich jetzt keiner benachteiligt fühlen. Allgemein geht es sowieso nach der Reihenfolge, in welcher Zeit ihr gepostet habt. Das heißt, habt ihr vor dem und dem gepostet, kommt ihr auch vorher dran. Allerdings kommt heute als allererstes die PS3 PSN-IDs, weil ihr müsst das verstehen, ich kann hier nicht zwischen PS3 PSN und PS3 Link und Xbox Link als hin und her switchen, das geht gar nicht. Deswegen arbeiten wir heute die PSN-Liste ab, beziehungsweise ich weiß nicht, ob wir sie ganz hinkriegen. In der PSN-Liste sind nur in Anführungszeichen 18 oder 19 Leute drinne, aber pro User sind das halt drei Teams. Also ich mache immer drei Teams von jedem. Und dann müssen wir mal gucken. Ich glaube nicht, dass wir alle durchkriegen, aber die restlichen kommen dann halt beim nächsten Mal dran. Und diese PSN-IDs sind natürlich auch nach der Reihenfolge, wie sie gepostet worden sind, die kommen jetzt so dran. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal hier Spiel gegen Freundesmannschaft. Wählen wir hier aus. Was? FC-Server sind derzeit nicht verfügbar. Ja, schmeiß mich jetzt bloß nicht raus. Habe jetzt gar keinen Bock drauf gerade. Ja, EA ist heute wieder schon richtig am Hängen gewesen. Keine Ahnung, ich glaube, so gegen 18 Uhr oder so konnte man keine Spielersuche mehr machen. Naja, muss man nicht viel zu sagen, ist man ja gewohnt von EA. Was? Ach so, ja, ich muss hier erstmal. Ja, nehmen wir Bully Silver, ist ja egal, Hauptsache irgendein Team, was spielbar ist. So, und der allererste in der Liste ist der Pro Gaming unterstrich unterstrich. Und das ist der PL Bayern aus dem Forum, ein sehr aktiver User. Ja, den wollen wir mal angucken. Es kann sein, dass ich hier irgendwelche Leute überspringe, aber wie gesagt, ich gucke jetzt nur noch die Leute nach, die sich auch im Thread eingetragen haben. Also suchen wir hier als erstes PL Bayern, aber bis jetzt war er noch nicht dabei. Ich hoffe mal, er ist in meiner Liste. Ach nee, wir müssen ja Pro Gaming gucken, Entschuldigung. Pro Gaming ist natürlich seine PSN-ID. Ja, jetzt müsste nun mal hier irgendwie EA mich weitergucken lassen. Da war Pro Gaming, ganz genau, hier ist er, Pro Gaming. Da haben wir dann Ibra is God, Sinclair Inform, wo bist du? Ich glaube, er hat gesagt, er hatte 11 Teams, hallo Benny. Ja, er hat schon ST-Spiel ZDM, er hat sogar alles umbenannt, wunderschön. Ja, ich denke mal, ich weiß nicht, ich hoffe mal, ich gucke mir die anderen Namen gerne nochmal an, aber ich hoffe, er hat auch wirklich mitbekommen, dass nur drei Teams bewertet werden. NP Champs. Ja, okay, ich glaube, er hat es gemerkt, weil das allererste Typ vor allem, Team, war dieses Sinclair Inform Team. Und das schauen wir uns jetzt an. Wenn wir dürfen, also schon wieder echt zum Kotzen hier. So, jetzt geht's aber. Mannschaft anzeigen. Ja, okay, da haben wir Bronze Team und da kennen wir auch ein paar Spieler von, beziehungsweise haben wir sogar ein paar Spieler von. Hier vorne muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Wesker hat bei ihm 18 Spiele, 19 Tore. Slew daneben, 16 Spiele, 22 Tore. Also die beiden sind einfach die besten Bronze, ja, englischen Stürmer, die es gibt. Also die gehen so krass ab zusammen. Richtig heftig. Und jetzt hier sogar Crabben Inform. Ja, da haben wir ja den normalen Crabben. Er hat den Inform. 150.000 gekostet, der Junge.
Ja, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der ziemlich pervers abgehen muss. Guckt euch das alleine mal an mit 72 Schuss auf einer Bronzekarte. Das ist schon ziemlich pervers, also das ist schon richtig heftig. Dann haben wir hier stehen den lieben Herrn Moussigno. Ach, ist das eigentlich unser Team? Ja, es ist fast unser Team, was wir auch haben. Also Crabben haben wir halt nur nicht in Form. Und hier hat er dann den Herrn Giles Koch stehen, auch 16 Spiele. Und hier drüben hat er natürlich wen anders. Aber ich empfehle dir wirklich mal, spiel mal den Taylor, wenn du den noch nicht gespielt hast. Powell sieht natürlich auch nicht schlecht aus von seinen Stats her. Vielleicht hast du auch Taylor auf der Bank. Guck ich mal vorher nach. Nee, der ist hier nicht dabei. Und hier drüben haben wir dann den lieben Herrn Miles Weston. 18 Spiele schon. Und hinten dann natürlich Osborne drinne und den guten Herrn Pierce. Und in der Mitte hat er ein bisschen was anderes gemacht. Das hatte ich auch erst vor. Er hat den Hector in die Mitte gestellt. Das ist halt so ein großer Schrank hier mit 1,93. Ist eigentlich auch keine schlechte Idee. Vielleicht ändern wir das auch nochmal. Wir haben natürlich unser Bronze-Team noch. Und im Tor hat er den Lee Barrett. Auch 18 Spiele. 1,88 groß. Jo, die Werte sehen gar nicht mal so schlecht aus, muss man sagen. Hier, falls dieses Team nicht drankommen sollte, können wir trotzdem mal gucken, weil er hat hier Informs. Das ist natürlich relativ interessant. Der Koch, der war doch jetzt erst im Team of the Week drin, oder? Oder letztes jedenfalls ist es nicht allzu lange her. 29.000 für bezahlt ist natürlich schon eine Nummer für einen Bronze-Rechtsverteidiger. Allerdings hat er auch wirklich sehr gute Werte. Und hier, Riegler hat natürlich nicht so die super Werte, ist aber dafür auch nicht unbedingt teuer. Ansonsten ja, nur Österreicher hier außer er. Was ist denn das eigentlich für eine Nation? Bermuda. Heftig, okay. Der Wells. Dann haben wir noch Beichler, Kulowitz, Klem, Windbichler, was? Olechnik oder sowas. Sikorski, Schreter, Ilsanka und Schloffer. Ja. Die haben schon witzige Namen, die Jungs hier. Ja, das Team muss ich nicht viel zu sagen. Sieht richtig gut aus. Wo bist du? Ja, ich weiß nicht, wo ich bin. Das könnte jetzt natürlich gut das österreichische Team sein. Ich sag mal lieber Austria-Team. Das ist ein bisschen leichter. Ey, Alter, was soll denn die Scheiße? Ihr seht das da unten am Ladebalken. Ich kann halt noch nichts drücken. Okay. EA-Mannschaften konnten nicht von den Servern geladen werden. Meine Fresse, es tut mir leid, aber ich kann halt nichts dafür machen. Was heißt dafür? Dagegen natürlich, was hier die EA-Server wieder abziehen. Da kann ich nochmal kurz anmerken, für die Leute, die vielleicht nicht wissen, ob sie jetzt im Video drinnen sind, schaut euch einfach das letzte Team an, was ich bewerte, guckt dann in die Liste im Forum, dann wisst ihr, ob ihr dazwischen dabei seid oder auch nicht und wisst dann auch, an welcher Stelle ihr seid, weil ich mache das wirklich genau nach der Liste, wie es hier ist. Ich habe die Liste jetzt auf dem PC-Monitor aufgerufen und habe die genau im Blick. Jo, jetzt habe ich schon wieder genug gelabert. Ich hoffe mal, dass es jetzt geht hier. Ah, Pro Gaming steht aber noch da. Also hoffe ich mal, dass wir. Ja, sind wir gleich drauf. Sehr schön. Wo bist du? Das können wir uns gleich mal angucken hier. Ja, das ist das Austria-Team. Okay, das haben wir eben beleuchtet. Wir können uns natürlich nochmal hier kurz die Tore angucken. Wow, 41 und 49 Tore. Der Schloffer. Das ist mal nicht schlecht. Und der Herr Sikorski. Wow, 29 Spiele, 41 Tore. Das ist mal richtig, richtig ordentlich. Also, puh, Respekt. Und die beiden Zoms, 48-17 und er 9-3, kann man auch nichts gegen sagen. Aber er hier als Mittelstürmer, nicht schlecht. Also, das schafft auch kaum ein Goldspieler. Beziehungsweise, es kommt ja immer drauf an, wie halt der Spieler spielt. Und ich denke mal, der PL ist auch kein schlechter Spieler. So, jetzt hallo Benny. Ja, hier werde ich persönlich begrüßt. Das ist sehr nett. Ah. Ach so. Ich gucke gerade. Ah, nee. Also doch. Ich glaube, so ein Team habe ich auch schon mal gebaut. Aber ich glaube nicht ganz so. Hier ist Elionuzzi natürlich vorne drin. 30-41. Man sieht, seine Quoten sind wirklich richtig gut. 29-29 für Youth Club. Dann der Trage oder Trage, was weiß ich. 29-4. Fettverzidis, 30-6. Dann haben wir hier noch den Herrn Paulo Machado. Und der hat 29,11. Nicht schlecht für ein ZDM. Also, das ist heftig. Und hier der Japo. 32 Spiele, 3 Tore. Und hinten noch Hollebas, der jetzige Grieche.
In FIFA 12 war er noch Deutscher. Und in der Mitte der Da Costa, 29,5, auch nicht schlecht. Und der Dragovic, der ist auch so ein Biest, 29,3. Und ganz rechts der Philipp Degen, ja, den kennen wir auch noch. Und hinten drinne Dominguez, hat auch schon 2 Tore gemacht. Also ich denke mal, er schießt auch ganz gerne mit dem Torwart einen Elfmeter. Ja, das Team sieht sehr, sehr nice aus, haben halt auch alle neuen Chemie. Ich guck nochmal, aber muss so sein. Ja, doch, hat er gut gemacht. Wie man sieht, er arbeitet auch nur mit starken Links hier. So kann man natürlich sehr schöne Hybrids bauen. Und da hat er hier oben sein schönes Dreieck gebildet, hier ein Dreieck gebildet und hier hat er auch noch ein Dreieck gebildet. Und dann hat er hier noch so einen kleinen Absprung auf den Torwart gemacht. Alles wunderhübsch. Ich überlege gerade, der hier kriegt aber keine neuen Chemie. Der kriegt 2,5 vom Torwart. Und dann kriegt er hier noch... Ah, doch, hier kriegt er ja 1,5, weil es ein Portugiese ist. Ja, doch, das passt. Dann hat er nämlich 4 und 4 links. Gibt dann natürlich 9 Chemie. Alles wunderhübsch. Ich kann mich nicht beschweren. ST spielt ZDM. Ja, das ist jetzt eigentlich schon das vierte Team. Ja, komm, dann geben wir im PL ausnahmsweise 5 Teams. Weil, ja, ich habe es zu spät angekündigt. Hier ist... Oh, nur Schweden... Und dann war vorne drinne den Gernd, 3 Spiele, 6 Tore. Man sieht es wirklich, also er weiß, was er vorne zu tun hat. Guidetti noch keins. Larsson, 3 Spiele, 1 Tor. Andersson, 3 Spiele, 2 Tore. Der Hüssen, 3 Spiele, 4 Tore als ZDM, ne? Kann man nichts gegen sagen. Ich glaube, der ist eigentlich Mittelstürmer, oder? Ja, sag mal was dazu, PL. Das ist doch hier Mittelstürmer eigentlich, der Hüssen. Almebeck, ja, brauchen wir nicht viel zu sagen. Hier der Herr Olsen, 60 Spiele schon mitgemacht, krasse Sache. Hier der Herr Jansson und rechts der Johansson, ein Spiel erst gemacht. Und hier noch der Hansson, ja, die heißen irgendwie alle gleich. Ja, sieht doch nicht schlecht aus, sind vor allem auch mal Spieler dabei, die man eigentlich gar nicht sieht, außer jetzt... eigentlich außer Almebeck sieht man alle gar nicht. Guidetti ist eigentlich gar nicht schlecht, aber ich sehe den eigentlich gar nicht. Ansonsten gefällt mir ein gutes Team. Ja, und jetzt gibt es halt noch Pace. Aber dann, tut's mir leid, dann muss ich abbrechen, weil sonst wird's unfair. Na, nee. Das müssen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Oder? Ich weiß ja nicht. Ist zwar alles neu in Chemie, aber da kenne ich jetzt halt auch gar nichts von. Don Coven... 7-2, ja das Team, oh, aber er 7-9 wiederum, der Jay Kelly, ja, hier kenne ich halt auch keinen Spieler von, das hat jetzt nicht so viel Sinn hier durchzugehen, deswegen würde ich sagen, geben wir jetzt wem anders noch die Chance, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier schon wieder aufnehmen, aus dem Grund machen wir jetzt mal weiter und der nächste wäre der King 12 Chris, also suchen wir jetzt King 12 Chris, ich muss mich hier voll konzentrieren, damit ich ihn nicht überspringe, so... Ah, ist echt schwer, wenn die Liste halt voll ist, dann sind natürlich viele dazwischen. André Lucht, so. Ah, das ist echt ein bisschen, aber wie gesagt, danach geht es ja dann nur noch mit links und das ist dann einfacher, weil das kann ich schön... Wieso ist denn das so schwarz? Was ist denn das jetzt? Wieso ist denn das so komisch schwarz? Hä? Na, ist ja auch egal. Wir suchen jetzt King 12 Chris. Wie gesagt, nach diesem PSN-Team, da war jetzt auch schon der Dings. Ich glaube, wir sollten mal langsamer machen. Da ist er. Genau, der King 12 Chris. Beast Team, Team 1. Schauen wir mal, wie viele Teams er insgesamt hat. 2. Fitness-Team. Ja, sehr schön. 2 Teams. Fitness und Normal. Die gucken wir uns an. Und da haben wir... Ja, El Sharawi ab. Sehr hübsch. 5 Spiele, 1 Tor gemacht, der Junge. Im 4-3-3 spielt er hier übrigens. Mal gucken. Sieht alles nach 9 Chemie aus. Sehr hübsch. Ja, Sharawi hier natürlich mit Nocerino. Kriegen beide den perfekten Link. Gleicher Verein, gleiche Nation. Sharawi in der Mitte, Demba Ba. Der hat 5-2. Und der Moses Man of the Match. 50.000 für bezahlt. Ist, glaube ich, ein ganz guter Preis gewesen. 5 Spiele, 3 Tore. Und hier hinten haben wir dann den Herrn Huddleston. Der hat Longshot Taker. Der hat bei mir mal einen richtig krassen Longshot rausgehauen. Ist auch beidfüßig, also nicht schlecht, der Junge.
Dann Notarino, wie gesagt, die defensive Variante. Und hier noch Rodwell. 5 Spiele, 2 Tore, auch nicht schlecht. Also er hat hier nur Kanten stehen. Ja, 1,75 jetzt nicht unbedingt Kante, aber er ist halt auch ein Arbeiter nach hinten. Huddleston mit 1,88 und Rodwell mit auch 1,88 ist natürlich dann schon krasse Sache. Gamberini hier hinten und der Herr Jones, Phil Jones, sieht man auch nicht häufig. Und Raphael hier rechts und De Shackley links. Und ganz hinten drin hat er dann noch den Morgan De Sanctis. Ja, sieht doch nicht schlecht aus, das Team. Schönes Hybrid, alle neuen Chemie, außer Moses, weil ihm die Aufstellung fehlt. Ja, die kannst du ihm ja noch schenken, also das muss ja noch drinnen sein. Und dann das Fitness-Team schauen wir uns auch an. So, Fitness. Da haben wir ein Deutschland, na, was heißt, ich glaube, zweite Bundesliga alles, ne? Ja, sieht so aus. Und da haben wir vorne Jacques Lick, 1 Spiel, 0 Tore. Reichwein, 1 Spiel, 0 Tore. Also das spielt er anscheinend gar nicht so oft, also vielleicht doch nicht ganz Fitness-Team. Azuak, dann noch dazu, hier im ZDM, Birovka, oh, der lebt auch noch, der Alte. Wie alt ist denn der? 21, 31, 4, oh, Entschuldigung, 34 Jahre schon, der alte Sack. Boah, der sieht aber schon im Gesicht richtig alt aus. Heftig. Ich dachte, der spielt gar nicht mehr. Dann noch hier den Herrn Kramer. Und auf links der Grieche Fortunis. Hinten in der Innenverteidigung haben wir dann noch Correa und Gulde. Rechtsverteidiger ist der Herr Volz. Und Linksverteidiger ist Subasic. Und im Tor finden wir noch den Herrn Jan Klinker. Ja, zu den Spielern kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Also ich habe noch gar keinen davon gespielt. Und ich habe auch noch gegen gar keinen gespielt davon. Kannst du mir mal erzählen, wie das Team so abgeht? Na gut, okay, ich glaube, hast ja, ist ja erst ein Spiel mitgemacht, also kann man wahrscheinlich nicht so viel zu sagen. Das wäre der King 12 Chris gewesen. Der nächste in der Liste ist der Tim Roth 94. Dann machen wir mal hier wieder weiter. Ja, tup, tup, tup. Machen wir nämlich mal jetzt hier ein bisschen langsamer, damit wir nicht wieder wen überspringen. Tim Roth. Tim. Ja, noch nicht. Flo, Atze, da war Tim Roth 94, jetzt haben wir ein FCB for the world und sowas, ne, FTW, Belgien Bronze, Silver Beasts, Tries the Beast und Test. Und war's das? Na? Ja, ich darf wieder nicht, EA hat keinen Bock. Ja, komm jetzt, EA, mach doch nicht immer so Faxen. So, Test, Belgien Bronze, okay. Dann schauen wir mal hier nach. Test fällt dann halt raus. Belgien Bronze, okay. Da kann ich eigentlich überhaupt nichts zu sagen, weil ich überhaupt keinen kenne. Doch, ich kenne ihn hier außen. Den Buddy Banga. Den habe ich irgendwann mal gezogen. Und ich habe den bei so ein paar Chemie-Test-Teams gespielt gehabt. Jo, 36 Spiele, 13 Tore. Der Blut, 19 Spiele, 6 Tore. Und der Herr Bekoe, 28 Spiele, 7 Tore. Im ZM, der Idi, 16 Spiele, 1 Tor. Van Dricht, 30 Spiele, 3 Tore. Und hier in Jai, oh doch, der sagt mir aber irgendwie auch was. 18 Spiele, 1 Tor. Wie groß sind die so? 1,80, 1,73 und 1,74. Und von der Schnelligkeit 65. 73. Joa, ich glaube, da würde ich doch dann eher den Enjoy hier in die Mitte stellen. Ich glaube, das wäre ein bisschen angebrachter, weil er hier ist erstmal schneller und auch schwächer in der Defensive. Ich würde ihn wahrscheinlich eher in die Mitte stellen, ja. Und dann hier haben wir noch im Tor Bibauf oder sowas in die Richtung. Innenverteidiger Vandenbroek. Boah, 42 Pace, kannst du damit überhaupt spielen? Und 54, das ist natürlich richtig krass, also. Huh, Otstuk. 21 Spiele, aber er ist ein Belgier. Wie heißt der mit Vornamen? Alparslan. Okay. Und dann Linksverteidiger Lukaku. Ja, aber nicht der Romelu, sondern der Jordan Lukaku. Joa. Kann ich halt leider echt nicht viel zu sagen, ich kenne die Spieler fast alle nicht, außer ihn halt, Buddy Banga, und er sagt mir hier auch noch was, aber das war's dann auch.
Ja, heute irgendwie voll viele. Wir hatten so gut wie noch kein Goldteam. Ich glaube, ein einziges. Dann der Tim Roth, Silver Beasts. So, ja, das sieht doch biestig aus. Hybrid hier. Da haben wir da vorne erstmal Fraser Campbell. 27 Spiele, 25 Tore. Lukaku, 30 Spiele, 32 Tore. Ja, den gibt es aber hier keine neuen Chemie, dem Jungen. Er hat nur 7. Weil er kriegt halt nur von Lukaku den Premier League Link. Das war's dann leider. Hier im ZOM der Dennis Brey oder sowas in die Richtung. 19 Spiele, 2 Tore. Joa, das ist jetzt nicht unbedingt so viel. Linkes Mittelfeld, Martinho. Ja, den habe ich in FIFA 12 relativ häufig gespielt. In meinen Pra-Silver-Teams. Dann im ZDM Alan. 19 Spiele auch. Und Ofoe, den kennen wir ja. 19 Spiele, ein Tor. Und Reinaldo auf rechts. 19 Spiele, 3 Tore. Hinten hat er dann Almebek, Kanu und Juan. Können wir mal angucken hier. 19 Spiele, ein Tor, 73 Pace. Ja, reicht dicke aus natürlich. Kanu sollte man kennen, genau wie Almebek. Mit 83 Pace hier und 74 Def etc. Und hinten drinnen noch Proto. Ja, sieht doch ganz hübsch aus hier. Nur hier vorne, dass er nur 7 Chemie hat, gefällt mir nicht so gut. Aber ich meine, manchmal kann man nicht alles haben, ne? Ich weiß auch gar nicht. Er kriegt 2,5, 5, 6. Ja, doch. Also er kriegt seine neuen Chemie. Ansonsten kriegen, glaube ich, alle neuen Chemie. 3, 2,5, 3. Ja. Alle kriegen neuen Chemie, außer er hier. Ja, könnte man natürlich vielleicht Benteke hinstellen. Das würde natürlich neuen Chemie ergeben, weil er auch ein Belgier ist. Aber ansonsten, hübsches Team hier. Tries the Beast. Okay, gehen wir drauf. Und, ah, da ist der Arjen Robben. Ja, ich sehe ihn schon. Jo, Schürrle vorne drinne. Vollkommen in Ordnung. Ist ein guter linker Stürmer. Der kann eigentlich alles. Der kann schießen, der kann passen, der kann rennen. Deswegen passt das. Das gefällt mir, wenn ich ehrlich gesagt bin, überhaupt nicht. Also, sorry, ja, es ist vielleicht effektiv, aber Juve ist halt wirklich so ein OP-Spieler. Also 69 Schuss und ja, ich weiß nicht, also, naja, er kann halt rennen, aber der gefällt mir jetzt nicht unbedingt, muss ich dazu sagen. Zwei Spiele, auch 0 Tore. Schürrle 83 Spiele schon. Und der Arjen Robben, 7 Spiele, 4 Tore. Gekauft für 333.000. Dann ZM, jo, das gefällt mir gut. Hier kann man, das ist natürlich sehr defensiv, aber ist auch gut so, weil die Aufstellung ist allgemein schon sehr offensiv. Mit Gustavo und Martinez, der auch ein richtig guter Spieler ist, hier im ZM. Fafan muss ich nicht viel zu sagen. Ist auch schon oft bei uns zum Einsatz gekommen. Richtig, richtig starker Flügelspieler. Genau wie Bastos. Und hier die Innenverteidigung, sehr interessant. Santana und Boateng, muss ich auch nichts zu sagen. Richtig starke Spieler. Dante, okay. Vielleicht Marco Dante, aber ich denke mal, hier kann man dann zum Beispiel mit Matip noch ein bisschen, ja, sozusagen, was verfeinern. Genau wie hier, wenn für Neuer das Geld nicht da ist, vielleicht Adler ab. Der ist relativ stark, beziehungsweise ziemlich stark. Hübsches Team, vor allem Robben dabei, das gefällt mir natürlich. Ja, komm, eigentlich habe ich gesagt drei Teams, aber jetzt hat er hier noch ein einziges, dann nehmen wir das halt noch mit. Ach so, und das ist dann so ein bisschen umgestellt. Ja, interessant. Nani leider keine neuen Chemie. Ansonsten, ja, doch, das sieht ja ganz hübsch aus. Muss man sagen. Bale, Percy und Robben hier vorne. Sowas ähnliches wollte ich mir auch schon mal aufbauen. Nur wäre das in Richtung Hazard gegangen, glaube ich. Ja, doch, hier wollte ich Hazard, glaube ich, hinstellen. Sowas in die Richtung. Ansonsten, ja, die Spieler kennen wir alle. Ramirez muss ich auch nichts zu sagen. Genauso wenig zu DD und Luis. Ist klar, die sind bombenstark. Hat er damit schon Spiele gemacht eigentlich? 9-1. Bale 9-1. Percy 9-7. Und Nani hier außen noch. 48-5. Damit schon ein paar mehr Spiele. Ja, hier nochmal so ein zweites Team hat er sozusagen aufgebaut. Mit den Spielern, die er sowieso im Verein hatte. Sowas will ich hier auch nochmal machen. Hier mit Robin und Percy. Weil die beiden kann ich mir sehr gut zusammen vorstellen. Percy hat mir allgemein schon sehr gut gefallen und Robben, ja, müssen wir nicht drüber reden, das kennt er mittlerweile. So, das war der Tim Roth 94. Jetzt geht's zum Naibuff 49. Naibuff. Ich muss mich hier echt konzentrieren, damit ich nicht drüber switche. Der Krusty Cooper.
Aue Passim, Hatipa, Techline, Tenorak, Zuki, FIFA. Wie heißt er jetzt nochmal? Naibuff. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ich war eben kurz raus, wie der Name hieß. So, jetzt lass mich hier weiter gucken. Naibuff, Naibuff. Da war Naibuff 49, FC Legendary Premier Stars ist auf jeden Fall das erste Team. Wenn wir runter jetzt mal klicken dürfen, dann können wir uns auch gucken, anschauen, ob er noch andere hat. Ja, hat er. Benitez, Harlem Shake. Na? Ja, komm, lass uns weitermachen. Ihr macht doch keine Faxen immer. So, Premier Stars, ja, ist wunderbar, hat genau drei Teams. Das heißt, er liegt im Soll. Na? Wenn ich jetzt gucken darf auf die Premier Stars. Rating sieht schon ganz interessant aus. 84, 82, 81. Scheint nicht schlecht zu sein. Ach so, nee, das war ein anderes Rating vom anderen Team. Premier Stars. Sturridge als Stürmer in der Liverpool Edition. Gerrard und Kagawa. Walcott und Hoyliett über die Außen. Wilshere im ZM. Hinten Kabul, Mbia, Walker, Enrique und De Gea. Ja, was kann ich zu den Spielern sagen? Sturridge ist halt wirklich einfach ein starker Spieler, weil er ist nicht nur schnell, er hat auch noch einen krassen Körper, einen richtig guten linken Schuss. Ja, aber ansonsten halt leider nicht die Skill-Moves unbedingt. Aber er kann auch noch relativ gut dribbeln. Also ich finde ihn wirklich nicht schlecht und kann man auch nichts gegen sagen, dass er ihn hier einsetzt. Ich sehe das nicht als Pace-Noob oder sonstiges. Sieht man auch hier, wenn er ein Pace-Noob wäre, dann hätte er hier kein Gerrard stehen. Da kann man dann auch wen anders aufstellen. Kagawa und Gerrard finde ich wirklich interessant. Ist mal was anderes, was man nicht immer sieht. Gerrard 46 Spiele, 41 Tore. Richtig stark. Kagawa 39 Spiele, 22 Tore. Ja, Walcott, okay, da kann man dann vielleicht wen anders hinstellen. Zum Beispiel Ben Arfa, sowas in die Richtung. Ich meine, so ein Vierersystem hat ja Außenverteidiger. Das heißt, da müssen die nicht so ganz so schnell sein hier. 46, 10. Und Hoyliett, ja, okay, den mag ich halt gar nicht so ganz da. Da, ja, ich weiß nicht, da gibt es ja schon ein bisschen Auswahl im linken Mittelfeld. Der hat halt eher nur Pace. Ich glaube, Enzogbia hat wenigstens 4 Sterne Skill-Moves, oder? Und ist im gleichen Preisbereich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Und dann würde ich eher den aufstellen, halt wegen 4 Sterne Skills. Wilshere gefällt mir sehr gut, habe ich auch schon öfter mal gespielt. Guter Spieler. Der macht auch hinten dann noch Druck, weil er ist relativ aggressiv. Und Innenverteidigung ist sozusagen die Low-Budget-Variante. Die sind beide wirklich günstig hier, Kabul und Mbia, aber sehr stark. Und hier Enrique, das ist natürlich ein guter Verteidiger. Er kann nämlich nicht nur verteidigen, er kann auch noch laufen dazu. Und ist halt nicht so dieser standardmäßige kleine Außenverteidiger, sondern schon der kompaktere. Der gefällt mir sehr gut. Und Walker ist halt wirklich stark. Also der ist nicht nur schnell, der kann auch alles andere. Er ist nämlich auch ein bisschen stabiler. Er ist zwar nur 1,78 groß, was heißt nur, für einen Außenverteidiger ist das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und er hat halt wirklich einen stabilen Körper. Ansonsten würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Team. Benitez nämlich, ja, vielleicht ist es der Second Inform. So, nee, kein Inform, okay. Oh, hier sehe ich schon Mikoli, okay. Hier vorne haben wir Caicedo. 6 Spiele, 5 Tore. Oh, den habe ich noch nie gesehen. Und Benitez natürlich. 6 Spiele, 13 Tore. Nicht schlecht, nicht schlecht. Dann hier Witzel. 25,8. Auch nicht schlecht. Fellaini 6,3. Genauso wenig schlecht. Gonzalez hier noch 6,2. Und rechts Valencia mit 6,0. Hinten dann den jutenalten Vertonghen, 6 Spiele, ein Tor. Und Borchetti, 6 Spiele, 0 Tore. Ancaldi noch über die Außen und hier auch Walker drinne. Und hinten der alte Gomez. Ja, sieht nicht schlecht aus. Das Team gefällt mir. Ist halt auch was, was man nicht immer sieht. Alle neuen Chemie, glaube ich. Ja, alle neuen Chemie. Sehr schön. Und es sieht wirklich interessant aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich gut spielen lässt. Wie groß ist denn der hier eigentlich? 1,80, okay. Vielleicht ihn hier nach rechts stellen und Benitez nach links, weil wegen schwachen Fuß und so. Er hat ja hier Linksfuß, die spiele ich eigentlich lieber auf rechts. Aber naja, das ist halt Geschmackssache. Hübsches Team und sieht man halt auch nicht immer. Und jetzt kommt der Harlem Shake. Ja, und ich glaube, das Team ist das stärkste, oder? Ja, das sieht doch hübsch aus. Das sieht richtig gut aus. Vorne die Natale, hinten dran der Mikoli als Mittelstürmer. Noch kein Tor, aber das wird sich sicherlich noch ändern.
Di Natale auch noch kein Tor. Balotelli im ZOM. Okay, das hier, genau, das sehe ich jetzt erst. Ich glaube, das hätte ich umgestellt. Ich glaube, ich würde... Was heißt, ich glaube, ich würde es auf jeden Fall so machen. Ich würde Balotelli in den Sturm stellen und Di Natale ins ZOM. Di Natale ist eigentlich... Was heißt eigentlich? Der ist auf jeden Fall der bessere ZOM. Gucken wir uns alleine die Passwerte an. 69 passen nur bei Balotelli. Di Natale hingegen 82 passen. Und ich finde auch im Allgemeinen ist Balotelli der bessere Striker. Also hier schön Balotelli nach vorne in Sturm. Also ist jetzt halt meine Meinung. So würde ich es machen. Und dann hier auf die Außen Di Natale. Hier drüben kann man natürlich auch... Boateng ist jetzt natürlich auf keinen Fall schlecht. Aber was kann man da noch aufstellen? Ne? Serie A mäßig... Ja, am geilsten ist eigentlich hierhin Di Natale, dann zum Beispiel hier Miccoli und dann hier vorne Balotelli und dahinter zum Beispiel sowas wie, ja, Boateng zum Beispiel, so ein Pressure nochmal, weil da kann man halt hier auf den Flügeln die Pace von den beiden auch noch ein bisschen besser ausnutzen. Aber sieht so auch geil aus, also ich würde so auch spielen, das finde ich relativ hübsch, das Ding hier. Vidal, sehr starker Spieler, genauso wie Alonso. Jordi Alba hinten, Ramos, Chiellini, Abate und Marchetti hinten. Ja, also ich komme aus dem Schwärmen kaum raus. Es ist eigentlich relativ einfach gestaltet, aber gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ansonsten kann ich dazu eigentlich nicht viel sagen. Ist wirklich ein hübsches Team. Vielleicht hier nochmal auf die Tore gucken. Ja, das erste Spiel ging anscheinend verloren. Aber spielt das Team auf jeden Fall weiter. Die ersten Spiele können immer mal daneben gehen. Aber vom Aussehen her tut's richtig gut aussehen und das muss auch gut spielen. Also die Positionen sind alle sehr gut von dir besetzt und deswegen spielt das Team mal schön weiter. Das wäre dann der Naibuff 49 gewesen. Und jetzt geht es dann zu, wem haben wir denn jetzt hier? Enzyme. In welche Richtung war denn der? Ich weiß jetzt nicht, aber... Ah, da war er schon. Sehr schön, das ging jetzt mal endlich schneller. So... Schauen wir mal, wie viele Teams hier am Start sind. Ach, ein Team nur, okay. Ich muss mal ganz kurz einen Schluck trinken, weil bei so langen Videos ist es blöd, wenn man nichts trinkt. So. Fight Club Essen, gehen wir drauf. Da haben wir, oh, hübsches Team hier. Skillig auch. Vorne Neymar, Wellington im Sturm, Kelvin rechts außen. ZM Lukas, ZM Elton und in der Mitte Gustavo, hinten dann DD, Santana, die beiden Monster, Danilo in Form rechts und Marcelo links und Elton hinten im Tor. Gucken wir uns die Quoten an. Neymar, 24 Spiele, 13 Tore, Wellington 24, 13 und Kelvin 24, 9, Lukas 24, 3 und der Elton auch 24, 3, Gustavo auch eingemacht, auch 24, 3, okay, die Jungs hier hinten, oh nein, ich will in die Verteidigung, so, 23-2, 16-2, 18-1 und Marcelo, ach, ganz frisch hier der Junge, ganz frischer, ja, finde ich, sieht sehr gut aus, gut gewählt, Gustavo hier ein Schrank in der Mitte, dann zwei offensivere über außen, sehr gute Verteidigung, muss man gar nicht drüber reden und vorne auch im Sturm, sieht super aus. Kann man gar nicht viel ändern. Hier kannst du natürlich auch Pato hinstellen, aber Wellington ist halt wirklich stark. Der kann nicht nur rennen, der kann halt wirklich alles. Der kann auch skillen, weak foot, schießen, alles. Deswegen gefällt mir wirklich gut das Team. Und da du kein zweites Team hast, gucken wir hier auch in die Bank an. Rosine, das alte Monster. Ja, hier sind so ein paar Reservespieler. Ronaldinho, Carlos Eduardo, Robinho, José Enrique. Ah, da ist der Pato auch. Ein Spiel erst gemacht mit David Luiz, Mariano und Felipe Luiz. Also komplett nochmal ein Austausch der Mannschaft vorhanden, außer Torwart, so wie es aussieht. Oder rechten Flügel, ja, rechten Flügel, doch, José Enrique oder Jorge Enrique, so. Jetzt haben wir es. Sieht doch ganz gut aus, das Team hier. Vom Enzyme 1981. Und jetzt kommen wir zu Dome 0203. Also ich, der Name geht noch länger, aber ich merke mir jetzt nur das. Wieso wird denn das beim Jova hier eigentlich immer so schwarz? Weil er so heftig ist oder was? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf den Dome. 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 Ich
ich bin echt froh, wenn das dann mit den Links geht, weil dieses Suchen ist hier echt ein bisschen blöd. Da ist er, glaube ich, gewesen. Genau, Dome 02037, Rage Quit GmbH, netter Name. Beast Mode, Fitness. Beast Mode und Fitness, sehr schön. Zwei Teams habe ich am liebsten eigentlich. Ja, schauen wir mal. Ja, komm, EA, jetzt mach doch nicht immer so Faxen hier. Hey, das ist echt schrecklich. Ja, die Teams. Leider ist bei der Verbindung mit Ultimate Team ein Fehler aufgetreten. Ja, super. Also, EA kotzt mich heute schon ziemlich an, muss ich sagen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier die Liste. Also, die Liste kriegen wir auf keinen Fall fertig. Auf keinen Fall. Aber ein paar machen wir natürlich noch. Jetzt hier schnell wieder reingehen. Ich müsste auch noch mit PSN verbunden sein und alles. Also daran kann es nicht gelegen haben. Es kann natürlich sein, dass ich jetzt nicht mehr auf die EA-Server komme. Dann ist das jetzt eine kurze Teambewertungsfolge gewesen und es würde dann halt gleich am Mittwoch die nächste kommen. Schauen wir mal. Ich würde jetzt gerne die Hälfte der Liste vollkriegen, damit ich dann beim nächsten Mal nochmal die Hälfte mache von der PSN-Liste und danach würden dann halt die ganzen Links kommen. Wenn das mit den Links passiert, dann geht das auch alles ein bisschen schneller. Weil wenn ich das hier schon sehe, es haben sehr, sehr viele nur einen Link gepostet und dann ist es halt relativ einfach, wenn jeder nur ein Team hat oder so, dann können wir natürlich auch ein paar mehr Leute dran nehmen. Aber hier würde ich schon gerne noch, warten wir, gucken wir mal hier. Der Dome wäre dann jetzt hier die Nummer 6 oder 7 oder so. Und dann, ja, doch, ich glaube, wir machen hier bis Erkan der Boss. Also, ich glaube, das wäre dann der letzte. Das müsste dann ganz gut passen. Und dann würde ich nämlich in der nächsten Runde die restlichen hinkriegen. Und dann haben wir genug von den PSN-IDs, dann läuft alles nur noch über die Links. Mehr Infos dazu gibt es noch in dem Ankündigungsvideo oder ihr schaut einfach mal im Forum vorbei. Da steht das auch nochmal alles in dem Thread mit drinne. Jetzt hoffe ich aber, dass wir nochmal schnell hier reinkommen. Es tut mir leid wegen. Ja, nee. Ich glaube, es wird leider nichts. Ich glaube, Ultimate Team läuft derzeit nicht. Das heißt, das wird hier eine kleine Teambewertungsfolge werden, weil wir haben jetzt auch schon ein wenig später. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach mal 2 Stunden warten und dann weiter aufnehmen. Ich sag mal so, das war jetzt eine kleine Episode, aber dafür kommt dann direkt einen Tag später wieder eine. Und da müssen wir dann auch kein Gameplay oder sonst irgendwas rausnehmen. Das heißt, die kommt dann sozusagen nebenbei nochmal dazwischen gerutscht. Wir waren jetzt bis zu Enzyme durchgekommen erst, leider. Ja, da sollte halt eigentlich echt noch was kommen. Aber es tut mir leid, ich kann halt jetzt nichts machen. Ich komme hier nicht rein. Hat ja eben auch schon alles gehangen. Also es war auch nicht so schön, die Teams da rauszusuchen. Ich würde sagen, es geht dann direkt am. Vielleicht mögt ihr das ja sogar, wenn wir ein bisschen kürzere Folgen machen und dafür einfach mehr. Also zum Beispiel immer so eine halbe Stunde nur und dafür halt öfter. Könnt ihr ja auch mal was zu sagen. Ansonsten würde ich sagen, das war die erste Bewertungsfolge. In der nächsten, ich gucke gerade mal. Ja, vielleicht machen wir die nächste nochmal extra lang, mit die PSN-Liste halt hier schnell durch ist. Dann ist die PSN-Liste nämlich weg und dann können wir das nur noch mit den Links machen. Und mit dann halt auch alle anderen drankommen. Guckt mal im Thread nach. Ich habe da halt, wie gesagt, diese Listen gepostet. Da könnt ihr genau sehen, wann ihr drankommt. Da ist halt alles, ja, angeordnet in einer Liste. Mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Es sind jetzt auch schon fast 40 Minuten, also ist jetzt auch nicht unbedingt wenig. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen heute bei den Teams, aber ich will das halt auch ein bisschen genauer machen. Und aus dem Grund würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare und ab ins Forum. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play Massive. Macht's gut, ciao.